Der FPÖ ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Von den 21 Abgeordneten im Nationalrat bekennt sich eine Mehrheit zu den nationalfreiheitlichen Burschenschaften. Noch nie hatte eine so kleine Gruppe so viel Einfluss in einer Parlamentspartei. Und die Burschenschafter beschränken sich nicht auf studentische Traditionen, Singen und Biertrinken. Auf den Buden wird auch Ideologie gepaukt. FPÖ-Nationalrat Wolfgang Zanger zeigt Schülern in Knittelfeld, wie man mit Schlägern fechtet. Sportliche Ertüchtigung oder Körperverletzungen im Namen umstrittener Werte. Robert Wiesner sucht Antworten. Die blauen Burschen sind zurück. Parteiobmann Strache, Vandalia, führt einen Club, in dem Burschenschaftergeist dominiert. Martin Graf, Olympia, Ewald Stadler, Skalde und, bis zu den beiden in der letzten Reihe. Die fechten bei Teutonia, Austria und Vandalia Graz. Den neuen Abgeordneten auf Platz 176, den haben wir schon vor 4 Jahren getroffen beim Wahlkampf in Knittelfeld. Keiner weiß richtig. Ja, das wissen schon sehr viele. Ja, schon. Im Jahr 2002, da wirbt Wolfgang Zanger noch chancenlos auf Platz 22 der Landesliste. Doch die Spaltung der FPÖ bringt neue Leute nach oben. Zanger steigt um 20 Ränge auf, vorbei an altgedienten steirischen FPÖlern und kommt vom zweiten Listenplatz ins Hohe Haus. Wolfgang Zanger. Zum ersten Mal zieht ein Knittelfelder Blauer in den Nationalrat ein. Die Bezirksgruppe ist klein, die Treue zum Obmann umso größer. Zanger hat's geschafft. Hoch beeindruckend. Vor allem, wenn man die Angelobungsformel nachspricht, oder also diese Worte, ich glaube, also das ist, da sollte man sich schon bewusst sein, warum er gehört worden ist und für was man da draußen steht. Und dass das nicht so ein Theater ist, wie oft in vielen anderen Bereichen inszeniert wird. Seit 5 Jahren erst ist er Mitglied, schon damals gegen Jörg Haider, an den hier nur mehr ein Humpen erinnert. Ich habe gewusst, was ich will, dass ich etwas beitragen will an der Erfolgsgeschichte der FPÖ. Und dass ich gewisse Dinge vielleicht ein bisschen anders transportieren möchte als der Dr. Haider damals schon. Welche Dinge waren das? Was hat Sie dann an ihm gestört? Mich hat am meisten gestört diese Wankelmütigkeit, die damals schon an den Tag gelegt wurde von ihm. Und zwar seit der Regierungsbildung im Jahr 2000. Es gibt welche, die sagen, der ist so schnell so viel geworden, weil er zu der jetzt dominierenden Burschenschaftergruppe in der FPÖ am besten passt. Das allein wird es wohl nicht sein, denn selbst ein Burschenschafter oder ein Chorstudent, wie ich es bin, muss sich erst einmal profilieren. Und von uns wird ja doch zumeist etwas mehr erwartet als von anderen, weil uns unterstellt wird, eben diese Verbindungen zu haben. Aber glauben Sie mir, wenn wir nichts tun, würden auch wir nicht so weit kommen. In Knittelfeld ist er bei der schlagenden Schülerverbindung Chor Austria hochaktiv. Dass sich hier auf der Bude so tut, zeigen die Jugendlichen ungewöhnlich offen auf ihrer Heimseite genannten Homepage im Internet. Da sieht man sie unter Anleitung erwachsener Männer feiern, trinken und säbeln. In Austria zu Knittelfeld geht es gar nicht wild zu, denn auf den Gymnasialböden wird mit stumpfen Säbeln gefochten. Das ist so, wie wenn sich zwei Kinder mit Haselnussstecken üben im ritterlichen Fechten. Das ist alles. Nice. Das schaut anders aus, wenn man die Fotos anschaut, die dort wieder gemacht werden. Wir zeigen dem Herrn Abgeordneten einige der blutigen Szenen, die die Burschen selbst veröffentlicht haben. Jeder, der sowas mitgemacht hat, unter Anführungszeichen, denn es ist ja doch eine sehr tolle und schöne Erfahrung, auch für den Einzelnen, das möchte man gar nicht glauben. Der ist gestellt, in schwierigen Situationen ruhig und gelassen Entscheidungen zu treffen. Na, der ist einmal zunächst verletzt und Sie haben gelobt, die Gesetze der Republik zu beachten und dann nehmen Sie an organisierten Formen von Körperverletzung teil. Das ist keine organisierte Form. Und der junge Bursch hat eine ziemlich schwere Blessur und Sie schauen da irgendwie durchaus lächelnd zu. Ja, durchaus. Ja. Und die jungen Menschen selbst, sie sehen ja auch, die lächeln ja auch, weil sie jetzt etwas überwunden haben, was sie sich vorher vielleicht nicht zugetraut haben. Ich war lange Zeit Fuchsmeier, also insgesamt 7 oder 8 Jahre. Und das habe ich sehr gern gemacht, denn die Arbeit mit den jungen Menschen macht mir Spaß. Und macht dann wirklich Spaß zuzuschauen, wie junge Menschen sich so verletzen? Es hat ja nichts mit dem Verletzen zu tun. Es ist interessant zu beobachten, wie sich der junge Mensch
über diesen inneren Schweinehund, über diese innere Schwelle, die er zu übertreten hat, wie er sich da ohne weiteres hinwegsetzen kann, wenn er weiß, wofür er es macht. Jetzt steht Waffenstudent oder Burschenschaftler zu sein auch für eine politische Haltung. Da gibt es aber so Testfragen, zum Beispiel, ist Österreich eine Nation? Für mich ist Österreich ein Staat. Für mich ist unser Volk das österreichische Volk, aber mit deutscher Herkunft. Und ich selbst bin Steirer. Das möchte ich doch ganz klar betonen. Ich liebe meine Heimat und ich habe auch keine Gedanken, da irgendwo einen Anschluss durchzuführen. Das interessiert mich überhaupt nicht. 1945, was war das? Ist Österreich da befreit worden? Ja, quasi befreit worden. Nicht? In Wahrheit waren wir ab 1945 besetzt durch die Besatzungsmächte, die heißen ja auch so. Und ich glaube, dass dieses Geschichtsbild immer divergiert gesehen wird und es so wie oft auch eine andere Wahrheit geben kann. Aber ich möchte dazu sagen, ich war damals noch nicht auf der Welt. Ich habe mit dem, was sich damals getan hat, also nicht wirklich was gemeinsam. Hat es dann auch gute Seiten am Nationalsozialismus gegeben? Natürlich hat es gute Seiten am Nationalsozialismus gesehen, nur die hören wir heute alle nicht mehr. Eine Dame aus Deutschland hat mir vor kurzem erzählt, in einer großen Gasthausrunde, wo sie dann eigentlich fürchterlich beschimpft worden ist auch, dass damals die Situation so gewesen sei, dass die Menschen keine Arbeit hatten, alle lechzten nach Beschäftigung, nach ein bisschen Hoffnung. Und als dann der Führer gekommen ist, der dann angefangen hat mit verschiedenen Bauideen oder Straßenbau, Autobahnen sind damals entstanden, das hat den Leuten Hoffnung gegeben und ich glaube schon, dass in so einer Situation, wo man also wirklich ganz unten ist, die Leute dieses alles dankbar aufnehmen. Das denke ich einmal schon. Und umsonst wäre wahrscheinlich dieses Regime nicht gekommen. Aber mittlerweile weiß man, dass der Autobahnbau und all das eigentlich nur Kriegsvorbereitungen waren. Ja, das mag sein. Das, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Ich war damals nicht auf der Welt. Ansichten zum Zeitgeschehen, die der Abgeordnete in diesem unscheinbaren Haus auch an Schüler weitergibt.